Grüß Gott. Bitteschön. Ja, Sie haben ja sicher schon gehört, was passiert ist. Ja, Ihr Kollege hat mich ja schon informiert. Was soll man dazu sagen? Ja. Wissen Sie schon, wer es getan hat? Sie vielleicht. Ich? Ich meine, wissen Sie vielleicht schon, wer es getan hat? Keine Ahnung. Meine Tante, die war ja äußerst beliebt, gell? Ja, das hört man öfters. Gibt's außer Ihnen noch irgendwelche Verwandte? Nein. Dann gehe ich davon aus, dass Sie in nächster Zeit Ihre Tante bewerben werden. Ja, davon kann man ausgehen. Ich nehme an, dass Ihre Frage auf ein mögliches Tatmotiv abzielt, ne? Cui bono. Ja, lateinisch, cui bono. Ja, da haben Sie recht. Und weil Sie sich so gut auskennen, wissen Sie sicherlich, dass das auch eine reine Routinesache ist. Ja. Genauso wie die Frage nach dem Alibi. Natürlich. Um welchen Zeitraum handelt es sich da? In der Nacht von gestern auf heute, so Mitternacht. Da habe ich bei mir zu Hause eine Geschäftsbesprechung gehabt. So spät? Ja, in meinem Job, da gibt es keine geregelten Arbeitszeiten. Was machen Sie beruflich? Import-Export. Schreiben Sie mir doch mal bitte schön den Namen und die Telefonnummer von Ihrem Geschäftspartner auf. Dürfte ich Ihnen jetzt auch eine Frage stellen? Freilich, Franks. Gibt es jetzt irgendwelche Sperrfristen wegen des Erbes? Ich meine, weil meine Tante ja ermordet wurde. Glaube ich nicht. Das heißt, ich könnte meinen Anwalt kontaktieren, damit er... Anwalt? Ja, Dr. Fischbach. Damit er sofort alles Nötige veranlasst. Oh, ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Außer Sie haben ja Tante. Das wüsste ich. Ja, Herr Bickmann, das war's von meiner Seite. Fürs Erste.